Ja, genau. Ahoi und herzlich willkommen, ihr ollen Pixelpiraten. Da ist er wieder, euer Hoda mit einem neuen Let's Play World of Warships. Ja, heute unterwegs mit dem Azemark und beiden sitzen wir in einem Meisterwerk der deutschen Ingenieurskunst in dem Premium-Schlachtschiff Tirpitz. Ja, wir befinden uns auf der Karte Land des Feuers. Ich denke mal, diese Karte soll die Südspitze Südamerikas da repräsentieren. So Kap Horn-Gegend, würde ich mal sagen. Ein bisschen fehlen eben die Stürme, aber die vielen Inseln, die sind auf jeden Fall schon mal da. Jo, was machen wir? 1er, 2er, 3er Linie Richtung A wird's uns ziehen da mit unseren Schlachtschiffen. Erstmal fahren wir allerdings hinter dieser langgestreckten Insel lang. Das liegt nicht daran, dass wir Angst haben. Nein, die haben wir nämlich nicht. Wir wollen uns hier bloß nicht unsere Manövrierfähigkeit einschränken lassen. Denn wenn ich vor der Insel langfahre und ich bekomme Beschuss, bleibt mir nur eine Richtung, in die ich ausweichen kann. Wenn ich hinter der Insel vorkomme, habe ich noch das ganze Meer rechts, links, oben, mitten, unten, drüber, drunter. Weiß der Geier. Auf jeden Fall jede Menge Platz. Ja, Flugzeugträger ist unterwegs mit uns. Tier 7, 2 Hirius, sollte nicht so das große Problem sein. Ja, der Gegner hat einen Zerstörer mehr. Auch das sollte man kompensieren können mit einem halbwegs vernünftigen Teamspiel. Ja, unser Flugzeugträger hat eine etwas unmännliche Farbe, um es mal etwas nett auszudrücken. Aber wie gesagt, da gebe ich überhaupt nichts drauf. Das kann heutzutage sehr, sehr schnell passieren. Ja, der Azemark im Parallelflug zu mir. Ihr seht das, beide Türbitzen da mit Volldampf voraus in Richtung Gefecht. Jetzt haben wir das Ende der Insel auch gleich erreicht und drehen hier gleich hart links ein. Und dann gucken wir mal. So, ab nach Backbord. Gib ihm, hart und schmutzig, noch gar keiner da zum Geben, aber wir können ja schon mal ein bisschen Stimmung machen hier für die Mannschaft. So, wir haben vorgelagert eine Mutsugi, eine New Orleans geht mit und hinter uns hat auch noch eine Mogami, glaube ich, eingedreht. Das gefällt, da haben wir ein bisschen Kreuzerunterstützung, allerdings ist in A auch schon was drin. Ja, was haben wir denn überhaupt für Zerstörer im Gegner? Eine Minenkase, wie kommt denn die da rein? Ja, leichte Fehldivision mit der Ogniboy. Ist immer schlecht, wenn man mit dem 5er in den 8er kommt. Wobei ich sagen muss, die Minenkase kann auch im 8er noch sehr gefährlich sein. Wie gesagt, schnelle Torpedo-Reload-Time. Ein sehr schnelles, wendisches Schiff mit einem sehr guten Tarnwert. Also von daher kann die auch... Oh, jetzt sind wir aufgedeckt. In... im 8er Game sehr, sehr gefährlich werden. North Carolina kann es nicht gewesen sein, die ist noch zu weit hinten. Amagi auch zu weit hinten, die können uns da noch nicht aufgedeckt haben. Aber da kommt ein Kreuzer rein. Ein Kreuzer, ein Kreuzer, ein Kreuzer, ein Kreuzer. Ah, Admiral Hipper, und da ist auch schon die Minenkase, die da genebelt hat. Bekommt allerdings auch schon Feuer, die hat gebremst, die bleibt stehen. Das ist immer eine schlechte Sache. Aber der Jungschi weiß wahrscheinlich nicht, dass einige Kreuzer, so wie zum Beispiel die New Orleans, auf Tier 8 oder ab Tier 8 auch Radar haben und da schützt einen der Nebel einen Scheiß vor Zerstörung. Aber unsere New Orleans hat ja einen Riesenfehler gemacht, ist viel zu lange quer gelaufen, kriegt hier die Torps und ist raus. Ja, die Minenkase hat sich da ihren Kill geholt, bevor sie selber das Zeitliche segnete. Naja, was soll's, war nicht unbedingt der beste Tausch, den wir da gemacht haben, aber naja, egal. Jetzt gehen wir Richtung Cap, da unser Zerstörer hier ein bisschen die Flucht ergreift, keiner weiß warum. Hipper aus, Amagi, naja, keine Bedrohung, nehmen wir halt die North Carolina. So, da sind wir wieder aufgedeckt durch ein Flugzeug. Ach Quatsch, durch ein Schiff meine ich natürlich. Die Hipper ist momentan zu, versteckt sich da noch ein bisschen hinterm Nebel. Mal sehen, ob wir auf die North Carolina was ausrichten konnten. Nö, da kommt die Hipper wieder vor und eröffnet natürlich, natürlich auch sofort das Feuer auf mich. Aber da lassen wir uns nicht zweimal bitten, den Tanz nehmen wir doch gerne an hier. Da schießen wir doch zurück, weil wie gesagt, wie man in den Wald hineinruft, liebe Hipper, so schallt's heraus, wie du mir, so ich dir, bla bla bla. So, Salbe läuft, naja, 3000, 8000, wunderhübsche Sache das, 11.000 Damage auf die Hipper, das sollte ja erstmal den Spaß ein bisschen verdorben haben hier. So, rein ins Cap. North Carolina kann momentan nicht auf mich wirken, da sie hinter der Insel ist. Das gefällt mir gut. Aber da kommt auf 11 Kilometer, geht dann die Chapayev auf. Die dreht allerdings auch schon nach hinten ab, aber die Russen sind eigentlich recht weich. Das heißt, wir schicken die einfach mal eine Salve hinterher.
und hoffen, dass wir ihr da ordentlich was auf den Hintern geben können. Na bitte, passt doch. 7.000, 3.000, bisschen über 10.000 wieder. So ist das schön. Das Cap haben wir auch erobert. Die, ja, North Carolina kann hier gar nicht viel dagegen machen. Die steht zwar in einem Felsen und kann nicht beschossen werden, aber auch sie selber kann niemanden beschießen. Allerdings will jetzt die Chapayev sich für den Beschuss hier rächen und fängt an, ihren HI-Scheiß nach mir zu schmeißen. Hier, auf damit. So, Salve raus. Vorderen Türme in die schön in die Drehung geschossen. Hoffen wir mal, dass es klappt. Jawohl, Zitadelle. Ha, und noch gleich eine Zitadelle hinterher und mal sehen, was die hinteren Türme anrichten. Röms hat's gemacht und da war sie raus. Kill Nummer 1 für den Huda. So gefällt mir das. 4,5 Kilometer bis zur North Carolina. Nach schauen wir doch mal, ob wir der hier unsere Torps überhelfen können hier. Die bekommt allerdings schon Fett Torps vom Zerstörer, ja. Hat schon mal weit mehr als die Hälfte ihrer Platten eingebüßt, ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und da schauen wir doch mal, ob wir ihr da noch ein bisschen mit was reindrücken können. Ein bisschen Damage mehr für mich. Verdammte Kiste, ging nur ein einziger Turm, hat seine Geschosse hier über die Landzunge gekriegt. Der Rest ist da im Berg hängen geblieben. Ja, ja, sekundäre feuert auf jeden Fall. Und da gibt auch die Mogami ihren Senf mit dazu und auch der Azamark haut hier ordentlich was mit rein. Schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen was abkriegen von der, weil viel ist da nicht mehr dran hier. Die Mahlzeit wird immer kleiner, hier will jeder ein Stück vom Kuchen, das Ding brennt wie die Hölle. 10.000 hat sie noch, noch Torps raus, mal sehen, ob die noch ankommen. Aber da hat es Röms gemacht und da hat sie nur noch 1.100 und ach hey, die Torps hätte ich mir schenken können. Aber naja, was soll's, der gute Wille war da. Und immerhin haben wir ja schon fast 60.000. So, linke Seite mit hin. Gefährliches Ding, schnell, schwenk, schwenk, lad nach, kriege ich das noch hin, aus der Hüfte geschossen und die Salve endet natürlich im Berg, logischerweise, jetzt umgeladen auf HE, aufgedeckt durch Flugzeug, auch nicht unbedingt schön, so, die scheint da allerdings am Berg zu hängen, die Mayhem hat da auch noch eine Salve von irgendjemand reingekriegt, aufpassen, hier kommen Torps, die sind allerdings von einem befreundeten Schiff, Atze nimmt sich derweil die North Carolina hier unter Feuer. Während die Mähen hier rückwärts vom Berg wegläuft, HE haben wir geladen, das sollte ordentlich klingeln, wenn die Salve einschlägt, hat ja auch bloß noch 1000 Platten. Und da macht's Röms, und da haben wir bloß einmal getroffen, haben 7 Ausfälle verursacht damit, mit einem einzigen Treffer, aber keinen einzigen Schadenspunkt verursacht. Toll, ja, das war nichts mit dem nächsten Kill für Hunter, den wird sich wohl ein anderer holen müssen. Schauen wir mal, und so ist es auch passiert. Das hat sich wahrscheinlich der Zerstörer hier geholt. Ist mir auch wurscht. Wer an sich geholt hat, weg ist weg. So, umgeladen wieder auf AP. Gucken, North Carolina, 7,7 Kilometer. Torpedoflieger von links vom Anflug. Nee, von rechts meine ich natürlich. Das heißt, jetzt nach oben drehen. Flaggt, feuert schon wie eine Wilde. Aber der kommt da trotzdem zum Absetzen. Mal schauen, was wir da noch reißen können. Bezahlt er zwar mit recht vielen Flugzeugen, sage ich mal, aber wir sollten doch, naja, nee, einen Treffer haben wir gekriegt, schade, aber was soll's, ist noch verkraftbar, so, geben wir der North Carolina hier einfach mal einen mit, auf 7,5 Kilometer, sehr schöne Schussentfernung und da gibt's auch Fett, 15.000 in die Seite gedrückt, schöner Zitadellenhit. Ja, weiter vorrücken auf B. Wir brauchen Punkte. Wir führen zwar immer noch, aber wie gesagt, das kann sich ganz schnell ändern, wenn der Gegner hier zwei Caps behält, geht das recht schnell, dass man da überholt wird. Und deswegen Angriff. Hipper läuft hinterm Felsen vor, konzentriert sich wahrscheinlich gerade auf ein anderes Ziel, bemerkt mich überhaupt nicht. Vollsalbe geht raus. Sieht auch sehr gut aus. Hip, hip, hipper! Und Volltreffer! Zwei Salven, vernichtender Schlag. Was heißt zwei Salven? Zwei Zitadellentreffer, vernichtender Schlag und raus war das Ding. Sehr schön. So soll das sein. Jetzt wird es hier vorne allerdings recht voll, sage ich mal. Wir haben da eine Amari, eine Miyoko, eine Chapayev. Von rechts kommt noch eine Atago ran. Ja, und Flugzeuge sind auch immer noch unterwegs. Was tun, sprach Zeus. Zuerst mal die Amari, die läuft da in wunderbarer Querfahrt. Gucken wir einfach mal, dass wir der noch einen reindrücken können, bevor wir uns den Kreuzern zuwenden. Die mich übrigens schon wieder im Brand geschossen haben. Toll, das gab ein Overpenit. Jetzt hat die Old Lady hier mal wieder keine Lust gehabt. Atago feuert auf mich. Mein Gott, jetzt wird es hier langsam eng. Jetzt brenne ich hier wie ein Weihnachtsbaum. Schnell mal den Smoothie Bescheid gesagt, dass er da ein paar Würstchen und Steaks nach oben bringt. Wenn es schon brennt, dann können wir uns auch was heiß machen da drauf. Auf zur Grillparty. So, Atago, nimm dies.
Vielleicht landen wir ja einen schönen Glückstreffer. 40.000 Platten hat sie noch. Dreh jetzt ein, um die hinteren Geschütze auf die Miyoko zu bringen, die nur noch 7 Kilometer entfernt ist. Und ihr den Gar auszumachen. 3.000 hat sie noch. Oh, da hat sie bloß noch 253. Aber meine Salve war da schon unterwegs. Sorry, Atze, den Kill habe ich da geleached. Ja, insgesamt konnten wir ja schon mal 5 Kills für uns verbuchen, für unsere Division, für unsere Zweierdivision. Das ist schon mal sehr gut, kein schlechter Schnitt. Sind auch als Einzige hier momentan im Angriff auf Cape Bay. Der Rest hält sich hier noch vornehm zurück. Ich musste jetzt mal löschen, aus den Turbs komme ich raus. Oh, nochmal schöner Treffer auf die Atago. Zitadellentreffer Nummer 6. Mittlerweile sind wir hier bei 121.000 Damage angekommen. So gefällt mir das. Mal sehen, ob wir das nochmal wiederholen können auf die Atago. Denn langsam gehen mir hier die Lebenspunkte aus. Und es sieht gut aus. Toll. Aufbauten getroffen. 2 Oberpanels. Nächste Batterie abgefeuert. Die vordere. Und toll. Noch 2 Oberpanels und ein Abpraller. Ganz spitzen Sache der Jies. Ja. Cap kann ich einfach nicht einnehmen. Ich muss mich hier auch noch ein bisschen bewegen, weil wie gesagt, so viele Platten habe ich nicht mehr, dass ich hier einfach stehen kann im Cap und mich nicht mehr bewege und nicht mehr ausweiche. Das will ich auch einfach nicht. Das ist nicht meine Art zu spielen. Nochmal der Atago hinterher geschossen. Wieder ein Overpan-Hit. Toll. Und noch ein Overpan-Hit. Na. Ja, so wird die wohl nicht sinken wollen. Da müssen wir noch ein bisschen mehr geben hier. Da muss noch ein bisschen mehr Stoff drauf hier, aber die ist am Felsen hängen geblieben, fährt auch nicht rückwärts, hat sich da ihrem Schicksal ergeben, denke ich mal, oder ist zu sehr im Scope beschäftigt, um zu merken, dass sie hier am Felsen festhängt. Toll, nochmal 2 Overpan-Hits und nochmal ein anderer. Ja, da treffen wir jetzt auch mal richtig, jawohl, da gab es nochmal einen Hit für 4700 und raus war die Atago. Kill Nummer 4, so, der Krake ist in unmittelbarer Reichweite. Noch ein Kill, dann kann man dann Kragen machen. Atze hat da arge Probleme. Deswegen werde ich ihn jetzt hier auf der Amagi unterstützen. Schauen wir mal, was da geht. 1000, 2320, na, 3047. Ja, das waren nicht allzu viele Treffer. Atze dreht dann nochmal seine Nase rein und probiert dann noch zu retten, was zu retten ist. Hinter mir laufen Turbs. Hat unser Zerstörer da auf die Amagi abgesetzt, die sich jetzt wirklich nur noch auf Atze konzentriert. Das ist natürlich weniger schön. Ich probiere da abzulenken, so gut wie ich kann von hinten. Ah, Großkalibermedaille gab es. Sehr, sehr geil. Und auch noch die Unterstützermedaille hinterher. Und jetzt kommt da Flugzeuge von hinten. Atze Mark macht das sehr geschickt. Der lebt immer noch. Aber wir werden jetzt hier von Bombern und Torpedobombern attackiert. Dies ist weniger schön und die Chapayev kommt jetzt auch hinterm Berg vor und probiert der Atze das Leben schwer zu machen. Oh je, da habe ich einen Bombentreffer gekriegt, brenne auch schon wieder. Kann jetzt allerdings noch nicht löschen, weil ich nicht weiß, was die Torpedoflieger vorhaben. Ob die da auf Atze gehen oder ob die auf mich gehen, ich weiß es nicht. Sieht aber ganz danach aus, als wollten die Atze rauspicken mit seinen letzten paar Lebenspunkten. So, Amagi kriegt Turbs oder hat schon Turbs gekriegt. Ja, hat schon Turbs gekriegt und ist jetzt raus. Sehr schön, keine Gefahr mehr. Allerdings, ja, auch nichts mit Krake. So, Chapayev, komm her, du. Du bist meine letzte Chance auf den Kraken. Ja, die Flugzeuge haben Gott sei Dank ab, haben alle verschossen. Gelöscht haben wir mittlerweile. Ja, hinteren Geschütztürme müssen rum, konnten wir nochmal einen Treffer landen. 4297 Platten trennen mich vom Kraken. Sehr, sehr schön. Das sollte eine machbare Aufgabe sein. Jetzt brennt er mich noch an, jetzt wird es tatsächlich nochmal eng hier. Wenn die Salve nicht trifft, könnte das durchaus noch mein Ende sein. Und die erste Salve geht sonst wohin. Aber die zweite Salve trifft und versenkt den Jungschi und damit haben wir es gewonnen. Großkaliber, vernichtender Schlag. Krake freigelassen, Dreadnought, Unterstützer und Feuerfest. Ein wahrer Lametta-Regen für dieses Schiff. Ja, ordentlich getroffen haben wir auch. 6 Zitadellentreffer, 5 Schiffe konnten wir versenken, 7 Criticals, die waren auf den Zerstörer übrigens. 14 Flugzeuge abgeschossen, 72 Treffer für insgesamt 164.000 Damage. Na, das sieht doch mal richtig gut aus. Bringt mich mit 5 Kills auf Platz 1, Atze mit 2 auf Platz 3. Sehr schön hat unsere Division zusammen da 7 Mann rausgenommen, also über die Hälfte des gegnerischen Teams. So gefällt mir das. So, schauen wir einen ausführlichen Bericht.
Ja, sieht gut aus, ne? Ordentlich getroffen. Wie gesagt, der einzige Kill, der nicht ganz legitim war, war die Miyoko mit 253 Platten. Da habe ich mal ein bisschen abgestaubt, man möge mir verzeihen. 55 Kilometer haben wir zurückgelegt, waren also auch nicht faul. Was ist übrig geblieben? Und da haut's mich doch jetzt glatt vom Hocker. 778.148 Credits sind übrig geblieben und 6.974 EP. Ja, ich würde mal sagen, das hat sich gelohnt. Ein äußerst beeindruckender Sieg für die Türwitz. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf HOTA TV und denkt immer dran, versenkt sie, bevor sie euch versenken.